Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, 5.50 Uhr. Hab gerade eben schnell noch ein bisschen was getankt und hat angefangen zu schneien. Und wir fahren jetzt nach Clarksburg. Laden da irgendwelche Crane Mats und dann geht's wieder hoch nach New Hampshire und dann hoffentlich in den Süden. Dann wollen wir mal losfahren, ne? So, wir haben jetzt hier unsere Crane Mats, wie sich das so schön schimpft. Hier haben wir sie. Hier sind die Crane Mats. 5 Gurte. Hinten habe ich 6 Gurte dran. Und muss ich jetzt noch festziehen und dann können wir losdüsen. So. Ich habe die jetzt nicht mit Absicht gedreht, weil ich der Meinung bin, dass die Ladung niedrig genug ist. Und wenn die Boot ein bisschen flatt ist, ist nicht so schlimm, weil die Ladung kann nicht viel beschädigt werden. Also Holz halt. Ja, dann machen die halt so eine Balken, donnern ein paar Bolzen durch und schon sind da Crane Mats, also Kranmatten, wo die Kran. Naja, ihr wisst schon. Kranmatten halt. Denke mal, wo die Füße kommen oder wo sie rüberfahren. Den Scheiß noch festmachen. Auch wieder links, rechts, ne? Also der hier ist Fahrerseite, der ist zur Fahrerseite, der ist auch zur Fahrerseite. Dann. So, wir haben jetzt geladen, ladungsfest und jetzt gehen wir mit Cherry noch mal schnell raus, dass sie pieseln kann und ich mich noch entleeren kann und dann machen wir mal los hier. Also bis später. Stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey. The past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You will see us howling like wolves in the night. 'Cause
Ja, da kriegst du echt einen zu viel hier, ey. Oh Mann. Berge, Berge, Berge. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Boah, die ganze Zeit geht das so, ne? Die ganze Zeit, den ganzen Morgen schon. Aber hier ist ein Gefälle, definitiv, weil hier kommt eine Runaway Truck Ramp. Und wenn die kommen, dann ist definitiv ein langes Gefälle da. Fahren jetzt 80 mit Motorbremse. Bremse jetzt kurz mal ab, weil doch ein bisschen schnell ist. Also nicht schnell in dem Sinne schnell, sondern meine Drehzahl geht hoch auf 1500 und ich mag nicht, wenn die über 1500 rüber geht. Von daher bremsen wir halt immer ein bisschen ab. Hier werden die Berge ja schon ein bisschen flacher. Richtung Westen. So, hier ist die Runaway Truck Ramp, auch schon lange keiner mehr benutzt, wie das aussieht. Mit Kurve. Ist geil. Immer noch bergab. Jetzt fahre ich schön oder rolle schön mit ne? Unterbremse. Die hat drei Stufen. Hab die auf der dritten Stufe. Klar, bin ja beladen. Rollen wir jetzt hier mit 80 Meilen die Stunde runter. Quatsch, 80 Meilen die Stunde. 80 km/h. 80 Meilen, Alter. Ja, da brauche ich noch zusätzlichen Schiffsanker, um zum Stehen zu kommen. So, jetzt mal schnell tanken. Was macht der hier? Noch schnell tanken und dann noch 2 Stunden fahren ungefähr. Würde ja gerne jetzt schon stehen bleiben, aber das wird nichts. Muss weiterfahren, ich muss die 2 Stunden noch fahren. Weil sonst habe ich morgen ein Problem mit meiner Zeit. At the roundabout, take the 4th exit in a quarter mile. Speed limit reduced ahead. At the roundabout, take the 4th exit. So, das war der Kreisverkehr. Der FedEx-Kreisverkehr vom letzten Video. Ja. Nur in die andere Richtung. Ach nee, hier war der Kreisverkehr. Der hier ist der FedEx-Kreisverkehr vom letzten Video. Ja, fahr jetzt wieder auf die Petro. Da, wo wir vergangene Woche auch gestanden haben. Dass die sich dann immer vorbeidrängeln wollen. Mann, Leute. Haben sie aber auch klein gemacht, diesen Kreisverkehr. Also die Spuren, ne? Das ist unglaublich. Ja, komm, schnell vorbei. Fahrt. Mann. At the roundabout, take the second exit in 0.2 miles. At the roundabout, take the second exit. Ja, ich bin ja schon lange vorbei, du. Second exit. So, wie gesagt, schnell tanken und dann weiter. Keine Zeit, um irgendwie rumzustehen. Oder jetzt zu warten. Ach Gott. Hier habe ich mir den Reifen drauf machen lassen. Letzte Woche. So. Ja, Schnecki, gleich geht's weiter.
weiter. So, schnell noch Schuhe anziehen. Ja, ja, wir fahren gleich weiter, Schnecke. Brauchst ja nicht denken, dass wir jetzt groß Pause machen. Wir fahren direkt weiter. Na? So, Schneckentier. Bewach mal schön das Auto. Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Wir haben es 9.20 Uhr, sind noch in Massachusetts, aber fahren gleich nach New Hampshire rüber. Wir haben ja gestern geladen in West Virginia und haben jetzt noch 20 Meilen bis, wie heißt das? Newburgh? Glaube ich, ja. Newburgh. New Hampshire. So, der Slogan von New Hampshire ist Live Free or Die. Crossing border, entering New Hampshire. Das ist Hammer. Ja, abladen. Meine nächsten Ladungen sind eigentlich schon ja, mehr oder weniger gebucht. Aber da muss ich den Broker jetzt nochmal anrufen. Hier mein Spezi von Maine, den Holzbroker. Und den mal anklingeln und fragen, was los ist. Weil die Ladung von Maine runter nach Georgia, die ist perfekt. Aber ich brauche erst eine Ladung von hier hoch nach Maine. Weil sonst lohnt sich das nicht. Weil sonst North Carolina. Okay, schauen wir mal. Telefon. Hallo, das ist Mike. Yes, it's me. Ja, 2 Meilen noch. Oder wir sind eigentlich hier jetzt schon auf der 95, auf der Interstate 95 Nord. Joa. Ich glaube $5.50 waren es, ja. 5 Achsen, 5,50. Thank you. Speed limit reduced ahead. Continue on this road for 7.8 miles. Speed warning. Dass ich hier richtig bin, ey. Wenn nicht, habe ich schön abgekackt, ey. Little Bay Road, okay. Jetzt müssten wir eigentlich hier irgendwo sein. Und der will mir jetzt jemanden hochschicken, der mich hier abholt, weil ich muss wohl rückwärts reinfahren. Abmachen, weil es nämlich eine Baustelle und das wollte ich jetzt eben noch mal nachfragen und mich vergewissern,
was das ist. In a half mile, turn left on McIntyre Road. Ob es eine Baustelle ist oder ein Warenhaus ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, es ist eine Baustelle. So, ich hoffe, dass ich hier richtig bin, weil wenn ich hier nicht richtig bin, halt echt die Arschkarte, ey. In 0.2 miles, turn left on McIntyre Road and then approaching destination in 220 feet. So, jetzt muss ich mal die Warnblinkanlage anmachen. Und muss jetzt mal gucken. In 600 feet, turn left on McIntyre Road and then approaching destination in 220 feet. So, hier soll das irgendwo sein. Okay. Und hier soll ich irgendwie rückwärts reinfahren, keine Ahnung. Ach da. Ah, okay, verstehe. Okay, okay. And how far is that from the bridge? Okay. And you sure I can go on this bridge with okay, I see it. Okay. I drove over the bridge right now. Okay, I see you. Bye-bye. Hey, das ist... Das ist eine 10.000 Dollar Strafe. Oder 5.000 Dollar Strafe, über so eine Brücke rüber zu fahren. Mit dem Gewicht, was ich habe. Das ist nicht gesund fürs Portemonnaie. Aber was soll ich machen? Ich bin jetzt über eine 10-Tonnen-Brücke rübergefahren mit knapp 40 Tonnen. Nicht schlecht, oder? Ah ja, okay, da ist der Loader. Soll ich jetzt rückwärts rennen oder was? So, ihr Lieben, wir sind jetzt leer. Bin da noch ein bisschen mit Sherry spazieren gegangen und jetzt geht's hoch nach Maine zum Holz abholen und dann nach Georgia. Heißt also, dass ich am Wochenende zu Hause bin. Georgia Montag abladen erst, weil die haben Freitag zu, wegen Thanksgiving halt, ne? Und machen am Brückentag.
Donnerstag ist Thanksgiving, Freitag machen wir Brückentag und dann halt Montag erst wieder. Deshalb holen wir die jetzt hier ab aus Maine, weil es sind, ja, er hätte mit der anderen, mit der Anschlussladung hier von New Hampshire oder von Massachusetts besser gesagt, hat es leider nicht so wirklich geklappt. Dafür zahlen sie mir für die andere Ladung ein bisschen mehr, weil ich ein guter Kunde bin. Und ja, ist okay. Da kann man, komm ich mal klar. Auf jeden Fall komme ich dann nochmal nach Hause zwischendurch wieder. Crossing border, entering Maine. Und kann dann mein Wochenende zu Hause verbringen und dann Montag ganz entspannt abladen. Genau. Also passt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch. Mittwoch und sind jetzt fertig mit unserem ganzen morgendlichen Sachen, die wir machen halt. Sherry füttern, spazieren gehen, bla bla bla. Und ja, wie man hier sieht, Kabel. Batterie geladen über Nacht. Mit dem Kabel habe ich jetzt wieder für die Kaffeemaschine angeschlossen gehabt. Habe ich meinen Engine Heater laufen, also angehabt über Nacht, ne? Dass der Motor nicht so kalt ist, weil hier sind wirklich, ja, hier ist arschkalt. Sehr, sehr kalt ist hier. Das ist unser Parkplatz gewesen für die Nacht. Da hinten sieht man den Sonnenaufgang. Ja, jetzt fahren wir Holz abholen. Und dann geht's Richtung Heimat. Müll wegbringen. Muss ja nicht sein, hier mit so einer Tonne Müll hier rumfahren. Oh Gott. Bringen wir mal den Müll weg. Auf jeden Fall Schnee ist ein Anmarsch, habe ich gesehen auf dem Radar. Eigentlich sollte jetzt schon Schneeregen sein oder Eisregen, besser gesagt. Eisregen sollte jetzt schon runterkommen, aber Gott sei Dank ist es noch nicht so. Wir uns ein bisschen beeilen, dass wir hier rauskommen, bevor der Eisregen anfängt. Gell? So. Jetzt die Kabellage wegmachen noch schnell. Und dann kann er losgehen. Aber eine angenehme Kälte, also eine trockene Kälte, ne? Ist jetzt nicht so eine feuchte Kälte. Wenn die jetzt noch eine feuchte Kälte wäre, dann wäre es gefühlt doppelt so kalt. Ja. So kalt ist es. Sind 16 Grad Fahrenheit, also ist ein bisschen wärmer als letztes Mal. Letztes Mal waren es noch 14. Wetter ist immer noch okay. Das soll auch mal so bleiben. Ich hoffe, bei diesem Video ist der Ton auch ein bisschen besser, weil ich nutze ja wieder mein Wi-Fi, Wireless Mikrofon hier von Rode. Ja, ich wundere mich zum Beispiel, es gibt ja auch andere YouTuber, die benutzen gar kein Mikrofon. Ich habe mir gerade ein Video von Mölli angeguckt, Möllis Road Story.
Ja, schönen Gruß mal an dieser Stelle an den alten Sack Mölli. Und der hat in seinem letzten Video gesagt, dass er überhaupt kein Video, überhaupt kein Mikrofon mehr nutzt bei der GoPro 7. Verstehe ich nicht, ne? Der hat so einen super Ton, meine, das ist unfassbar. Ja, wenn ich ohne Mikrofon hier filmen würde, dann würdest du gar nichts hören. Verstehe ich nicht. Naja, ist wahrscheinlich wie bei allem. Ich habe so eine Montagskamera. Er war total zufrieden mit der 7er. Ich eher weniger. Keine Ahnung, woran das liegt. Naja. Ja, auf jeden Fall sind wir gleich da. Laden unser Holz, Gurte rüber. Und dann back to the south. Back to the south. Approaching destination in a quarter mile, on the right side. Wo war jetzt gleich die Einfahrt? Hier war die Einfahrt. Hier war die Entrance. You have arrived at your destination, on the right side, 1224. Missardis Road, ME11. Yeah, you gotta know which lane to be in if you're taking that exit, so you gotta be careful. Thanks, Sean. You have yourself a good morning. Probably see you a little later. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Letztes Mal wusste ich es nicht. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und so. Und jetzt fertig mit Laden. Meine Heizung die ganze Zeit an, ja, meine Standheizung, weil es ist kalt, ey. Na toll, jetzt fängt es an zu schneien und zu regnen. Klasse. Kacke. So, dann düsen wir mal. Natürlich die Quittung, wenn die Leute einfach zu schnell fahren für diese Witterungsverhältnisse. Und dann hier Staus verursachen wegen der Unvernünftigkeit. Einfach mal ein bisschen langsamer zu fahren. Ist jetzt nicht der erste, der hier reinknallt in Seiten oder in den Graben. Das ist hier eins. 2, 3. Ja, mal ein bisschen langsamer machen, Leute. Einfach mal ein bisschen
Hirn einschalten und ein bisschen langsam machen. Na los, fahr vorbei. Müssen sie glotzen und machen und tun und fahrt doch weiter. Oh, da vorne steht noch einer. Gute Business für den Abschleppdienst. Ja, sind ja noch alle recht gut bei weggekommen. Kann noch schlimmer ausgehen. Ne? Ja, vielleicht noch Sommerreifen drauf. Unterschreiben und mit Schnecke spazieren gehen und dann fahren wir weiter, weil ich habe jetzt schon meine Anschlussladung von zu Hause und die geht dann nach Houston, Texas, also nicht mehr in den Norden, sondern back to the south. Machen wir hier runter. Ich muss auch, Scheibenwischwasser ist alle. Wie man sieht, eine sehr schmierige Scheibe hier. Und die Straßen sind auch wieder frei, wie man sieht. Einen guten Job gemacht, die Jungs. Vom Schneerollendienst. 1000 feet. Take. ME-139 Fairfield take. Fairfield CTR in 0.3 miles a minute. Sure. Jetzt auch scheinbar nicht so viel geschneit. Erst warten, bis der rausgefahren ist. You have arrived at your destination. On the right side, Circle K number 7082. Weil man hier ein bisschen dolle ausholen muss oder ein bisschen mehr ausholen muss, weil die Einfahrt sehr schmal gebaut ist. Deswegen musste ich den erst rauslassen. Aber gut. Schuhe anziehen? Ja, Schnecki, wir gehen auch gleich raus, aber lass mal Herrchen Schuhe anziehen. So, tanken. Tankschlüssel, Karte habe ich. Dann wollen wir mal. Boah, so kalt. So.
halt auch fest. Ich habe diesmal keine, keine Kantenschoner dran, weil ich da oben nicht ran darf. Durfte auf die Ladung nicht drauf. Das letzte Mal war ich ja auf der Ladung drauf. Schön schmutzig. Und da haben sie gesagt, nee, diesmal leider nicht. Ja. Deswegen. Naja. So, halt fest, halt gut, halt check. So, dann stelle ich mich jetzt erstmal irgendwo da vorne hin, hole dann meine Tankquittung. Mach hier gleich mal eine 30 Minuten Pause. Gut ist. What you see is what you get, LNF. All the winner of a night. Ein wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag. Heute ist nationaler Feiertag, Thanksgiving. Bevor irgendwelche Fragen kommen, nein, wir haben kein Feiertagsfahrverbot. Wir dürfen von Montag bis Sonntag fahren, an jedem Feiertag fahren. Wir haben sowas nicht, irgendwelche Fahrverbote. Es ist 6.48 Uhr und ja, wie man sieht, Wetter ist bescheiden. Regen, Regen, Regen. Wird langsam hell. Wir haben jetzt noch genau 14 Stunden und 23 Minuten bis nach Hause. Bedeutet 848 Meilen. Weiß ich nicht, 1400 Kilometer oder irgendwie sowas. Ja, versuchen heute natürlich so weit zu kommen wie möglich. Ich denke mal bis Virginia oder so kommen wir heute. Und dann morgen früh halt den Rest. Ich vermute mal so zwischen 10 und 12 morgen. Mittag bin ich zu Hause. Späten Vormittag oder Mittag. Es regnet immer noch. Ich wollte euch noch mal zeigen, wir sind im Stadtteil, also in New York, im Stadtteil Bronx unterwegs. Auf der, oh Gott, wie sind wir denn? 287 und fahren jetzt zur Interstate 95 wieder. Man sieht, verkehrstechnisch ist hier normalerweise die Hölle los. Aber da wir Feiertag haben, ist hier schön leer. Deswegen habe ich mich auch entschieden, hier lang zu fahren, weil meine Vermutung war, dass hier doch leer ist. Weil die Strecke hier, die ist nicht so bergig wie die andere Strecke über die 81, Interstate 81. Ich hätte jetzt die Interstate 84 weiter Richtung Westen fahren können zur Interstate 81, dann über Pennsylvania Richtung Süden und dann in Virginia, oh, jetzt geht da wieder los, und dann in Virginia auf die Interstate 77 Richtung North Carolina. Und dort dann Richtung 85, Richtung South Carolina.
aber die Strecke ist sehr hügelig und sehr bergig. Erstens viel Diesel, zweitens Zeit. So, und die Strecke hier, die ist relativ flach, aber halt viele Städte. So. Wenn man jetzt so wie hier relativ wenig Verkehr hat, kann man hier auch lang fahren. Schade, dass heute so eine schlechte Sicht ist. Irgendwo hier auf der Strecke. In 1.5 miles, keep to the right on I-95 US-1. Oh, wir fahren jetzt hier auf die 95. Gleich bald jetzt in Scheiße, wie ist jetzt hier rüber? New Jersey. Warum schleichen die dann hier so in der Gegend rum, ey? Meine Güte, ey. In 900 feet, keep to the right on I-95 US 1NN. Slight left in 0.2 miles. Slight left. Okay. George Washington Bridge. Ah, scheiße. Doch hier rüber. Ja, hier bin ich schon lange nicht mehr lang gefahren, ne? New York. In 1,000 feet, slight left on I-95 South US 1 South and then keep to the left at 0.5 miles. Jetzt hier rüber. Muss nämlich rüber auf die linke Spur. Weil wenn wir hier auf der rechten Spur bleiben würden, dann hätten wir ein Problem, weil es nämlich Lower Level und da dürfen die Trucks nicht lang fahren, wir müssen Upper Level fahren. George Washington Bridge halt. Normalerweise ist hier krachvoll, ne? Mit Autos.
Also fahren ist ja eigentlich gar nicht möglich. In a quarter mile, keep to the left on I-95 South US 1 South. Hier steht man. In 500 feet, keep to the left on I-95 South US 1 South. Normalerweise steht man hier mehr als man fährt. So, und hier haben wir die George Washington Bridge. Teilweise schon die Straße repariert auf der Brücke, weil hier war ein Krater drin, das kann man sich ja nicht vorstellen. Also warum nehme ich jetzt hier nicht überholt auf der linken Seite, ja? Meine Güte, so breit ist dein Auto nicht, sein Pickup Truck hier. Ja, die Skyline von New York sieht man natürlich heute nicht bei dem Wetter. In 1.5 miles, keep to the left on I-95 I-80. Alle Spuren offen. Wow. Crossing border, entering New Jersey. Was ist denn da vorne los mit dem, ey? Gott. Schmidtchen Schleicher hier unterwegs, oder wie? Leute. In 900 feet, keep to the left on I-95 I-80 and then keep to the left at 0.6 miles. Nehmen wir einen New Jersey Turnpike. Ein bisschen Gas geben hier. Junge, 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 junge. Ja. In a half mile, keep to the left on I-95 I-80 RT4 and then, keep to the left in 630 feet. In a quarter mile, keep to the left on I-95 I-80 RT4 and then, keep to the left in 630 feet. Wenn man hier schon eine Weile lang gefahren oder öfter mal lang gefahren ist, dann weiß man ja auch, wo man hinfahren muss. Und da kann man auch ein bisschen schneller fahren. Und wie man sieht, ein strahlend blauer Himmel mit ein paar Wölkchen. Aber ist das nicht schön und warm? 73 Grad Fahrenheit. Da ist schon wieder kurze Hosen angesagt. Oh. Ja, wie gesagt, 46 Meilen jetzt noch, 30 Minuten Pause und dann haben wir noch ungefähr, ja, 3,5 Stunden, sagen wir mal 3 Stunden Fahrzeit. Auf jeden Fall erstmal anhalten, vielleicht ist da auch eine Truckwäsche, aber dabei muss man gucken, ob da eine Truckwäsche ist. Hier eine App irgendwo da. Kann man den Truck noch waschen kann. Waschen lassen. 4,6. Exit 104, Exit 92.
hier kommt jetzt ein Truck. Nee. Nein, warten wir noch ein bisschen. Dann warten wir noch ein bisschen. Irgendwo wird schon noch einer kommen. Speed warning. Ja, ich fahre jetzt gerade 70 Meilen die Stunde. 65 sind erlaubt. Und bei 6 Meilen die Stunde drüber über Speed Limit schreit es Speed Warning. Speed Warning. Ja. Oh, jetzt überholt. Jetzt hat er mich doch schon wieder überholt. Willst du mich verarschen oder was? Ja, da musst du aber ein bisschen früher aufstehen. Aber so früh kann er ja nicht aufstehen. Weil ich mich ja nicht erst hinlege. Ja. Wollte er mich schon wieder überholen? Ja, gut, jetzt werde ich natürlich langsamer, weil jetzt ein bisschen einen kleinen Hügel hier hoch geht, aber egal. Nee, ist immer noch hinter mir. Der iPhone überholt. Der ist 45 Meilen die Stunde gefahren. Dann habe ich ihn überholt. Dann hat er mich nicht überholen lassen. Immer schneller geworden ist. Bei 70 habe ich ihn dann irgendwann überholen können. Und jetzt wollte er mich schon wieder überholen und wieder vor mir herkrauchen. Ja, nicht mehr in mir. Also, nicht mehr in mir. So, jetzt haben wir unsere 30 Minuten Pause fertig gemacht. Wie gesagt, getankt, gegessen. Cherry spazieren gewesen und das in 30 Minuten. Jetzt steht da vorne ein Auto. Achso, hier steht eine Abfahrt. Ist okay. Dachte schon, er steht hier auf dem Standstreifen, also ich jetzt rechts links rüber muss, aber ja, wie man sieht, die Sonne scheint. Wunderschönes Wetter. Wir sind kurz vor North Carolina. Ich habe jetzt noch 124 Meilen bis zu Flying J. Da wird bei der Blue Beacon der Truck gewaschen. Und dann nochmal ein paar Meilen zu Petro. Weil ich will da abhaken, will heute noch duschen. Und da kann ich aber Flying J nicht machen, weil ich ja bei der Flying J nicht mehr tanke. Nur noch TA und Petro. Und da halt meine Duschen, meine Dusch. Credits bekomme. Deswegen erst auf die Flying J zum Truckwaschen bei der Blue Beacon und dann noch ein Stück weiterfahren zur Petro. Da habe ich dann genau noch 25 Minuten für, um zur Petro zu kommen. Habe jetzt noch 2 Stunden 25 Minuten auf der Uhr. 2 Stunden bis zur Flying J. So, dann mache ich mich auf Off-Duty, dann bleibt ja meine Fahrzeit stehen. Und nach der Truckwäsche geht es dann weiter zur Petro. Hoffe, habt ihr verstanden. War nicht zu kompliziert. Ja, die Sonne scheint. Wow. Cranking up the radio, playing old Hank, it ain't that long, till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck, down at the dock, it's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, perfect feast is the spot. To take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Chilling out here, ladies in the wind.